Über PCB im Grubenwasser haben wir schon öfter berichtet. Die RAG leitet das abgepumpte Wasser ungefiltert in Flüsse und Bäche. Es zu filtern, sagt die RAG, kostet etwa 15 bis 17 Millionen Euro und brauche eine lange Planungsphase. Vor knapp 2 Wochen berichtete unser Reporter Mirko Tomic dann über das Angebot eines Unternehmers aus St. Ingbert. Seine Filteranlage soll das PCB für weniger als ein Fünftel der veranschlagten Kosten herausfiltern und in einem halben Jahr einsatzfähig sein. Das Umweltministerium hat daraufhin einen Testlauf in Auftrag gegeben. Heute wurde die Pilotanlage in Betrieb genommen. Am ehemaligen Bergwerk Rehden pumpt die RAG jährlich 14 Millionen Kubikmeter schadstoffbelastetes Grubenwasser in die Gewässer. Der Test mit der Pilotanlage einer saarländischen Firma soll zeigen, ob hochgiftiges PCB herausgefiltert werden kann. Das ist unsere Laboranlage, mit der wir die ersten Tests jetzt hier machen wollen. Und wir haben eine kleine Membran drin mit 0,01 Quadratmeter. Ich kriege 95%, 90% der Information, die ich brauche für eine großtechnische Anlage, kriege ich aus so einer kleinen Anlage raus. Ich kriege raus, welche Qualität ich erreiche, was ich zurückhalte. Ab heute wird die Anlage, die vom Umweltministerium angemietet wurde, 4 Wochen laufen. Man will wissenschaftliche Belege über die Effektivität der Filterung mit dem speziellen Keramikfilter erhalten. Zunächst muss der Probelauf mit 8 Litern stündlich gelingen. Insgesamt müsste eine Filteranlage aber jährlich 14 Millionen Kubikmeter eingeleitetes Grubenwasser von PCB reinigen. Das kommt hier rein in dieses Becken. Hier sitzt die Membran drin, die kleine. Hier wird filtriert. Wir haben hier unsere Pumpe, die das Ganze absaugt. Und das, was aus der Pumpe rauskommt, wird dann aufgefangen. Dann kommt gleich noch eine Tonne, wo wir das auffangen können. Nur das giftige PCB, das sich an Schwebpartikeln angelagert hat, soll herausgefiltert werden. Schwermetalle bleiben. Wir holen nur die Partikel raus, die jetzt schon als Partikel da sind. Diese Partikel sammeln sich an der Oberfläche der Membran und werden dann nach dem Filtrationsprozess vom Umweltbundesamt, heruntergeholt, heruntergewaschen, werden dann getrocknet und werden dann auf PCB analysiert. Wenn der 4-wöchige Testlauf erfolgreich ist, könnte in einer Zeit von 6 Monaten eine großindustrielle Anlage gebaut werden, um das krebserzeugende PCB aus dem Grubenwasser und damit aus saarländischen Gewässern zu filtern. Kostenpunkt 2 bis 3 Millionen Euro.